Okay, dann wollen wir doch direkt mal reisen. Und zwar, warum sind denn jetzt die Quests wieder? Mann, warum sind die denn jetzt wieder ausgeschaltet? Was ist das denn? Hallo, ich wollte doch diese hier alle machen. So. Okay, hier oben, genau da wollten wir doch hin und dazu wollten wir nach Saartal reisen, das weiß ich noch. Das habe ich mir behalten während dem Ausflug in der Mine gerade. Und jetzt geht es fröhlich und frei und fromm natürlich weiter. Wo müssen wir überhaupt langlaufen? Na, ich glaube, ich laufe. Ja, ich laufe richtig. Okay. Dann kraxeln wir mal den Berg hier rauf. Ich hab schon wen gehört, ja. Speicher mal. Auch nicht schlecht, dass ein Spiel beim sofort bzw. beim Schnellspeichern abstürzt. Das ist mir auch noch nicht passiert. Und da ist der Drache, der uns hier die ganze Zeit umkreist. Ich drücke aber noch mal gerade schnell speichern. Ah, okay, es funktioniert. Aber wo ist denn jetzt der Drache? Ich habe schon leicht Angst, wenn ich ehrlich bin. Ach, da ist er. Ist das denn der, den wir töten müssen? Das wäre jetzt schon witzig zu sehen. Warum habe ich denn da gerade so Striche? Ist alles schon sehr skurril gerade. Na komm runter. Wo bist du? Trau dich, du Feigling! Ich höre den doch hier irgendwo. Der kämpft schon wieder gegen irgendwas anderes. Dabei soll er doch eigentlich gegen uns kämpfen, oder? Ja, ich habe das Eisen da unten gesehen, aber ich bin jetzt gerade irgendwie ein bisschen Drachen fixiert. So, also, rauf hier. Da ist er. Oh, ich höre, glaube ich, gerade einen zweiten. Sind das zwei? Ich glaube, das sind zwei, kann das? Oder auch nicht? Gibt es denn einen schnelleren Weg da hoch? Schieß den jetzt einfach mal ab. Hier. Irgendwie habe ich nicht getroffen. Hier. Flieg doch nicht weg, du Sau. Ich laufe dir jetzt nicht hinterher. Mann, 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 Mann. Okay, ich laufe dir hinterher. Hast ja gewonnen. Dämlicher Drache. So, und ist er ja schon wieder. Ha! Treffer! Auf der Distanz, liebe Leute. Könnt ihr euch mal ein Beispiel an mir nehmen? Oder auch nicht. Scheiße. Ich glaube, ich habe ihn wütend gemacht. Was war das denn gerade für eine komische Animation? Na komm, komm, trau dich, trau dich. Ach, jetzt kämpft er wieder gegen das Vieh da unten. Och, du bist doch ein stinkender, elendiger Drache, du. Mann, 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 Mann. Ah, da ist er wieder. Ja, genau, platzier dich da unten hin. Wir schießen von hier oben ab. Wenn wir den treffen. Ah, wir treffen. Oder auch nicht mehr. Ah doch. Aber ich glaube, das gibt wieder irgendwelche Probleme, ne? Verdammt, ich glaube, wir müssen da nämlich hin, weil sonst kriegen wir doch die Seele nicht. Ich meine, klar, man hat eh unendlich Seelen, aber trotzdem. Der Typ, der rennt auch vor uns weg, oder was? Und da oben ist schon wieder ein Drache, glaube ich. Oh oh, ich glaube, wir sind hier in einer ziemlichen Falle.
Komm, du blöder Riese. Na komm, lauf. Lauf. Und tschüss. Oh, hast du dich hingelegt? Oh, das tut mir aber leid. So. Was hast du? Gold, Pfeile. Ja, den Zeh nehmen wir mal mit, den Rubin sowieso. Den Pelz nehmen wir mit und den Seelenstein, auch wenn er winzig ist und ich will ihn eigentlich nicht brauchen, aber den nehmen wir trotzdem mit. Ich glaube, den Drachen, den wir da hinten haben fliegen sehen, das war der Drache von diesem Drachenschrein, wie ich sie ja immer nenne. Und den Drachen, den wir hier haben fliegen sehen, ist schon wieder weg, oder was? Jetzt sind wir doch hier oben, du blöder... Ach, da hinten ist er. Ja, das wird dann mal so eine Drachenjagdaufnahme hier, wa? Hallo? Na komm. Willst du spielen? Oh, der hat keine Lebensanzeige. Ich glaube, der hat wieder einen Bug, oder? Irgendwas kämpft der... Uah. Wow. Hallo. Was? Du bist tot? Wie geil. Sogar ist extra zu uns geflogen, um zu sterben. Das ist aber lieber Drache. Oh ja, du bist ja feiner, bist du. Oh, die Knochen und so können wir wieder nicht mitnehmen. Ups. Ich wäre besser nochmal kurz nach Weißlauf rüber. Naja. So, die Drachenseele gehört uns und ja. Dann nehmen wir hier wenigstens das mit, was wir mitnehmen können. Nehmen wir noch einen davon, damit wir reisen können. Und wir sind ja sowieso noch nicht so weit von Saartal jetzt weg. Hätte ich ja direkt auf der Karte bleiben können. Und dann gehen wir einfach nochmal schnell nach Weißlauf. Das war hier irgendwo. Jawohl. Und bringen nochmal ein paar Sachen eben ins Lager. Ich habe ja total vergessen, dass wir da in dieser... Dingens waren. Wie hieß die Festung denn jetzt noch, wo wir gerade waren? Dämmerstein oder so, ne? Ja, ja. Ja, 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 ja. So, und dann jetzt mal eben hier rein. Und ich... nicht wundern, das hier ist schon wieder eine neue Aufnahme. Also die letzte Aufnahme mit diesem Dämmerstein, das war eine 18-minütige Kurzaufnahme, weil ich danach direkt wieder weg musste. Ich hatte nämlich an dem Tag meine Klausur geschrieben. Und ja, deswegen nicht wundern. Und ich möchte jetzt mal gerade jemandem wirklich danken. Und zwar ist es, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber derjenige heißt Ungezogene oder Ungezogene oder sowas. Auf jeden Fall so in der Richtung müsste das sein. Und dir möchte ich mal gerade danken. Du hattest mir einen super lieben Kommentar geschrieben mit hier von wegen, du würdest mich ja so gerne gucken, weil ich das Ganze auch immer so ja gut rüberbringen würde und weil ich immer voll bei der Sache wäre und es mir einfach noch Spaß macht und alles. Und da muss ich echt mal sagen, vielen Dank, dass du mir sowas Nettes geschrieben hast. Ich weiß es zu würdigen. Und ja, möchte dich hiermit auch herzlich grüßen. Ich weiß, das tut deinem Kommentar nicht gleich, aber mehr kann ich halt leider nicht tun als Danke sagen. Es mag dem einen oder anderen halt nicht reichen, aber ich hoffe, bei dir ist das was anderes. So, genau, die Ebenerzrüstung war so. Und die ganzen kaiserlichen Kackdinger hier, die wir ja bekommen haben. Genau, ich weiß wieder, warum wir so voll waren. Ja, 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 ja. Spitzhacke, okay, das können wir alles lassen. Bringen wir noch eben hier ein paar Erze und so in die Truhe, damit wir wirklich vollends leer sind und dann passt das. Ja, ULP. Eisenbarren, Eisenerz, 33 Stück. Goldbarren und Granatstein. Hirschfell. Den makellosen Rubin können wir hier reinpacken. Den Rubin können wir auch hier reinpacken. Säbelzahntigerpelz haben wir ja gerade bekommen. Alles klar. So, und jetzt möchte ich aber noch, bevor wir irgendwas machen, hatten wir hier Alchemie oder Verzauberer? Okay, Alchemie. Dann will ich doch nochmal ganz schnell zum Arkanen Verzauberer
mich begeben. Ach, können wir auch eigentlich schneller machen, ne? So. Nehmen wir doch einfach mal den Reiseexpress. Damit wir mal den Vulkanglasbogen ein wenig mit Schaden versehen. Ist zwar so schon ganz cool, aber wir haben ja den Elfenbogen für die Seelen und wir können den Bogen ja verzaubern, damit wir auch endlich mal diese schwarzen Seelensteine benutzen oder die gigantischen Seelensteine oder wie sie auch alle heißen mögen. Die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Entzaubern? Nö. Gegenstand. Vulkanglasbogen. Mit einem Seelenstein. In letzter Zeit die haben beide mächtige Seele. Würde dieser verfluchte Konflikt jeden leidenschaftslos zurücklassen. Ich persönlich ziehe ja kannst meine mal bitte deine Klappe halten. Vor. Ich würde mal sagen, dann nehmen wir die sind auf jeden Fall beide gleich gut, weil da steht überall mächtige Seele. Ich nehme jetzt einfach mal einen schwarzen Seelenstein und dann packen wir da jetzt Brandschaden drauf. 25 Schaden, 135 Aufladungen. Oh, hupsa. Das, da tut sich nicht so viel. Ich würde einfach sagen, wir können das ja immer wieder auffüllen, das Ganze. Nehmen wir einfach die volle Schadensmenge und hauen dann einfach den Stein da rein. Und stellen das her. Denn wir können ja jederzeit... Oh, haben sogar dadurch Verzauberung verbessert. Wir können ja jederzeit den wieder auffüllen, den Bogen, mit diesem Aufladen der Seelensteine. Und dadurch müsste das eigentlich überhaupt kein Problem sein. Und wenn wir keine Seelensteine mehr haben, nehmen wir einfach den Elfenbogen und füllen damit wieder die Seelensteine. Also von daher, oder zur Not holen wir uns die winzigen aus dem Lager und hauen die dann irgendwo rein. Wir haben sie ja überall rumliegen, die Steinchen da. So, und dann wird die nächste Folge auch wirklich mal 20 Minuten lang. Oder halt so 19 Minuten 50 oder ich weiß nicht, wie ich sie rendere, ne? Ihr wisst es, weil die letzte war halt 18 Minuten irgendwas, weil ich habe halt wirklich nur diese kurze Zeit aufgenommen. Und ja, da ging halt leider nicht mehr. Es tut mir leid, Leute, aber ab jetzt gilt dann diese Regelung, die ihr euch ja gewünscht habt. 20 Minuten Folgen von mir. Die kriegt ihr dann auch. Oh. Nein, dafür nehme ich keinen... Dafür verschwende ich doch nicht meine schöne Seele da aus dem Bogen. So. Kloppt mal hier die nächsten Erze ab. Haben sie gerade weggebracht und schon kriegen wir neue. Naja, auch egal. Damit wir bald nochmal ein bisschen verarbeiten können. Und unsere Berufe nochmal ein bisschen pushen. Und vielleicht dadurch auch die Maximalstufe von 81,5 irgendwann erreichen. Auch wenn ich da nicht so ganz dran glaube. Denn ich spiele ja nicht, um hier irgendwie das Max-Level zu erreichen, sondern ich spiele einfach nur, weil ich Spaß an dem Spiel habe und weil ich gerne so Gegenden erkunde und einfach mal ein bisschen was mache, was ich gerade will. Das habt ihr ja auch schon zu eurem Leidwesen entdeckt. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir jetzt gegen den Drachen kämpfen müssen, der da gerade oben war. Ich glaube, das ist auch der Drache für die Quest, kann das? Weil der Questfall bewegt sich, obwohl wir uns nicht bewegen. Es müsste also der Drache von diesem Drachenschrein da oben sein oder von der Drachenspitze oder... Ihr wisst, was ich meine, oder? Hoffe ich zumindest. Ist der da oben? Nee. Ist nur Geröll. Oh Mann, ich fühle mich nicht sicher hier. Ah, da ist Eisen. Eisenerz. Streicheln wir das mal eben ab. Und begeben uns dann natürlich weiter hoch zur Spitze. Denn dort wollen wir ja den Drachen legen. Oder Ehre legen. Hoffentlich. Da geht's auf jeden Fall durch. Speicher nochmal, zur Vorsicht. Wehe, jetzt kommen zwei Drachen.
Oh, da ist er. Was ist an dem jetzt so besonders? Berg an Tor. Oh, es sind wirklich... Nee. Ist das jetzt der Drache? Oder sind es jetzt doch zwei? Da oben geht's auch irgendwo rein, oder? Was ist das? Wow. Da ist er ja. Hallo. Was? Ups, ich glaube, das war ein bisschen zu spät. Kann das? Na komm. Wir schießen auch nur ein bisschen. Na, hörst du auf, uns anzuspucken? Okay, jetzt ist er wieder in der Luft, dann hole ich wieder den Bogen raus. Ich versuche so ein bisschen die Mana dadurch auch zu sparen. Ups, ja. So, jetzt hat es aber ihn erwischt. Boah. Gerade noch auf Kuh gekommen. Dauertanke der Gesundheit und hier die Heilungstränke mal reinhauen. Kradin. Okay. Hier. Das ist mein Kradin. Und da ist der Drache auch schon kaputt. Und dann haben wir natürlich wieder dieses schöne Schauspiel. Hui. Ein leichtes Lüftchen weht hierher. Ui. So, und da haben wir natürlich auch die Drachenseele, kommen Geld, die ganzen Schuppen nehmen wir mal mit. Wir müssen dann eben bald wieder nach Riesenheim und die Sachen wegbringen, aber das ist ja auch kein Problem. Und was haben wir hier? Ein Wort der Macht gelernt, Fleisch, Eisform. Okay, die Eisform. Magie. Und dann hier irgendwo Schreie, Eisform. Tuum friert einen Gegner komplett ein. Da haben wir jetzt schon zwei Dinger. Dann aktivieren wir das doch einfach mal. Haben wir jetzt dafür auch zwei Seelen verbraucht? Ja. Und packen das mal mit in die Favoritenliste. Ich möchte das auf jeden Fall mal ausprobieren. Bin ich mal gespannt. So. Okay, speichern natürlich. Und das war's. Keine Truhe, nix irgendwie. Nur der Drache, ein Tuum und eine Urne. Mit einem Heiltrank drin. Ein Heiltrank hätte hier nicht gereicht. Ach, hier liegt noch was. Ach, das ist ein Alchemielabor. Ha! Hier oben auf dem Berg. Na, sehr interessant. Eine Begräbnisurne. Noch ein bisschen Geld drin. Ja. Ansonsten... Das hat hier eher tote Hose als alles andere, ne? Wo haben wir denn die nächste Aufgabe? Ah, da müssen wir hier den Weg lang und hier rein. Und nach Winterfeste das Kopfgeld geben lassen. Das war also so eine... Ach, die haben wir von Winterfeste, die Quest. Ist ja auch lustig. Naja gut, dann gehen wir jetzt mal zum Schrein. Achso, Bogen wieder raus. Zack. Der hat aber auch ordentlich Schaden gemacht, der Bogen, fand ich. Das war echt nicht schlecht. Mal gucken, wie der sich so an normalen Gegnern gleich macht. Aber nicht an Wölfen. Dafür ist mir das dann doch ein bisschen zu schade. Da noch einer gewesen? Hallo? Nö. Dann können wir uns jetzt auch das Erz nehmen.
So,